Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Die Rechtspopulisten feiern einen großen Wahlerfolg in Frankreich. Aber das Rennen ist noch offen. In der zweiten Wahlrunde am Wochenende entscheidet sich dann die Zukunft des Landes. Leonie Heitz berichtet uns. Starker Anstieg. Die Arbeitslosigkeit hat um fast 10% zugenommen. Besonders der Bau und die Industrie schwächeln. Und Fußball bringt das Herz in Gefahr. Ein echter Rasenkrimi kann das Herzinfarktrisiko um das Vierfache steigern. Das Wetter morgen wird kühl und windig. Da hat es also ordentlich gerumpelt im politischen Frankreich. Die Rechtspopulisten von Marine Le Pen haben die erste Runde der Parlamentswahlen gestern gewonnen. Susanne? Ja, auf 33,2% der Stimmen hat sich der Rassemblement National gestern katapultiert. Die Linken erreichen 28%, erst dahinter dann das Bündnis Ensemble von Präsident Macron mit 20% und die Bürgerlichen, die kommen auf 10,2%. Im französischen Mehrheitswahlrecht entscheiden aber nicht die Prozente, sondern die Wahlkreise, die eine Partei für sich gewinnen kann. 577 davon gibt es und für einen Großteil dieser Wahlkreise fällt eine Entscheidung erst beim zweiten Wahlgang am Sonntag. Die Linke ist im ersten Durchgang in 159 Wahlkreisen auf Platz 1 gelandet. Macrons Lager hat in 70 Wahlkreisen die meisten Stimmen bekommen. Und gleich in 297 Wahlkreisen liegt nach diesem ersten Durchgang der rechtspopulistische Rassemblement National vorne. Für Präsident Macron ist das eine schallende Ohrfeige und für viele seiner Landsleute ein Schock, denn die Rechtspopulisten haben jetzt Chancen auf eine absolute Mehrheit im Parlament. Ein politischer Pakt quer über Parteigrenzen hinweg soll das jetzt noch verhindern. Im nordfranzösischen Hénin-Beaumont war der Sieg des Rassemblement National so sicher wie das Amen in der Kirche. Mit knapp 65% hat Marine Le Pen sich in ihrem Wahlkreis gleich beim ersten Urnengang durchgesetzt. Dass ihre Partei nun auch im Rest des Landes Erfolg hat, das wünscht man sich hier schon lange. Wir haben Marine Le Pen schon immer unterstützt, deshalb sind wir sehr froh über ihren Sieg. Das ist gut, ich bin zufrieden, wir brauchen einen Wandel und jetzt bewegt sich endlich was, das muss sein. Die Sehnsucht nach einem Politikwechsel hat laut Politologen maßgeblich zum rasanten Aufstieg des Rassemblement National beigetragen. In einem politischen System, in dem mehrmals zwischen Sozialdemokraten und Konservativen gewechselt wurde, hat der Rassemblement National den enormen Vorteil, dass wir diese Partei noch nie ausprobiert haben. Dass in Paris jetzt hastig Allianzen gegen Marine Le Pen geschmiedet werden, das beobachtet man hier mit Skepsis. Die verschiedenen politischen Gruppen haben sich gegen ihre Natur zusammengeschlossen und gedacht, dass sie damit die Ergebnisse der EU-Wahlen umkehren könnten. Aber bisher bleibt der Rassemblement National stark. Der Traum des Machtwechsels scheint zum Greifen nah. Ein Machtwechsel, den Emmanuel Macron selbst eingeläutet hat. Berichtet Leonie Heitz und mit dir sind wir jetzt auch live verbunden in Paris. Wie ist denn jetzt am Tag danach die öffentliche Stimmung in Frankreich? Ja, das Land ist tief gespalten. Wie wir im Beitrag gehört haben, gibt es das eine Lager, das Hoffnung schöpft, dass es endlich zu einem Machtwechsel kommen könnte. Und es gibt die andere Seite, die das um jeden Preis verhindern will und die Marine Le Pen und ihr Rassemblement National partout nicht an der Macht sehen möchte. Deshalb schmieden sich jetzt hektisch Allianzen hier. Das Linksbündnis und das Macron-Lager, die haben ihre Wähler dazu aufgerufen, keine einzige Stimme an den Rassemblement National zu geben. Und sie wollen im zweiten Wahlgang, in den Wahlkreisen, in denen es jetzt drei Kandidaten gibt, also zwei ihrer Kandidaten gegen den Rassemblement National, einen, und zwar den schwächeren Kandidaten oder die Kandidatin, zurückziehen, damit sich alle Wählerstimmen auf den jeweils stärkeren Gegenkandidaten gegen das rechte Lager konzentrieren können. Und wie könnte sich das dann auswirken? Gibt es Prognosen für diesen zweiten Wahlgang? Ja, das werden wir jetzt die nächste Woche erfahren. Das hängt jetzt alles davon ab, wie viele dieser Allianzen wirklich funktionieren. Und das ist keine ganz einfache Übung, denn diese beiden Lager sind ja keine Freunde, sondern bis gestern haben sie noch heftig gegeneinander Wahl gekämpft. Bis morgen haben die Kandidaten und Kandidatinnen Zeit, sich zu entscheiden. Dann dürften die Hochrechnungen etwas präziser werden. Und dann ist noch die Frage, ob die Wählerinnen und Wähler bereit sind, bei
bei diesen politischen, strategischen Spielchen mitzuspielen. Denn die gibt es schon Jahre in Frankreich, um Marine Le Pen zu verhindern. Und viele haben es satt, sie wollen sogar Marine Le Pen an der Macht sehen. Und dann ist eben die Frage, ob der Rassemblement National die absolute Mehrheit oder eine relative Mehrheit erhält. Das, was jetzt schon feststeht, ist der Verlierer dieses ersten Wahlgangs, und das ist Emmanuel Macron. Dankeschön, Leonie Heitz, und alles Gute nach Paris. Von Frankreich kommen wir jetzt gleich auf die andere Seite des Ärmelkanals. Auch Großbritannien wählt, und zwar am Donnerstag. Wenn die Umfragen nur grob stimmen, dann wird das Land einen Machtwechsel erleben. Die Konservativen stehen vor der Abwahl. Labour dürfte die Macht im Land übernehmen, nach 14 Jahren in der Opposition. Und da wird auch so manche konservative Hochburg fallen, wie eine Reportage von Jörg Winter zeigt. Clacton hat schon einmal bessere Zeiten erlebt. Das heruntergekommene Seebad an der Nordsee, 2 Autostunden von London entfernt, zieht jene an, die wenig Geld haben. Der billige Alkohol sorgt für gute Stimmung, schon zur Mittagszeit, allerdings nur an der Oberfläche. Dieses Land muss neu aufgerichtet werden, es muss sich etwas ändern bei uns, meint diese Frau. Desolate, dafür billige Wohnungen ziehen Menschen von außerhalb an. Auch viele im Ruhestand haben sich in Clacton niedergelassen. Die Regierung in London hat uns finanziell ausgehungert. Es kommt kein Geld mehr nach Clacton. Es fehlt an sozialen Diensten, an allem, erzählt uns Mark, ein pensionierter Flugzeugtechniker. 2 Drittel der Bewohner haben hier für den Brexit gestimmt, ähnlich viele bei der letzten Wahl für die Konservativen. Die sind ja mittlerweile bei den meisten unten durch. Die Tories haben nichts erreicht, dafür aber unser Gesundheitssystem ruiniert, meint Phil, auch er Tory-Stammwähler. Am Donnerstag wird er für UK Reform und Nigel Farage stimmen. Englands bekanntester Populist und Brexit-Aktivist dürfte den Konservativen hier ihren Parlamentssitz kosten. Eine Kleinstadt vergessen und abgehängt, der Frust deutlich spürbar. Die Tories müssen sich vor dem Wahlergebnis in Clacton fürchten. Und es gibt viele Clactons. Die Rechtspopulisten von UK Reform werden den Konservativen nicht nur hier wichtige Stimmen wegnehmen und damit Labour direkt in die Hände spielen. Eine deutliche Parlamentsmehrheit scheint in Reichweite und Labour-Chef Keir Starmer als nächster Premierminister gesetzt. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Ex-US-Präsident Donald Trump hat vor dem obersten Gerichtshof einen für ihn bedeutsamen Teilsieg errungen. In der Frage, ob Ex-Präsidenten vor Strafverfolgung geschützt sind, entschieden die Richter, dass zumindest für offizielle Amtshandlungen Immunität gilt. Das Gericht musste die Frage klären, ob Ex-Präsident Trump für seine Rolle bei der Stürmung des Kapitols am 6. Jänner 2021 strafrechtlich verfolgt werden kann. Welche Handlungen Trumps bei diesem Sturm aufs Kapitol privat waren und damit klagbar und welche als Amtshandlungen einzuordnen sind, darüber wird dann ein Bundesgericht entscheiden. Klären wir das noch genauer mit Thomas Langpaul in Washington. Trump feierte das Urteil des obersten Gerichtshofs schon als großen Sieg. Aber was bedeutet das nun tatsächlich für die Strafverfahren, die gegen ihn laufen? Ja, es bedeutet, dass im Grunde die Anklagebehörden, die Staatsanwaltschaften, ihre Anklagen neu sortieren müssen. Sie müssen all das, was Trump vorgeworfen wird, daraufhin überprüfen, ob es sich um eine offizielle Amtshandlung gehandelt hat oder um eine private Handlung. Und das kann dauern, und Rechtsexperten hier sagen, das bedeutet, dass wohl keines dieser offenen Verfahren, es gibt noch 3, eines in Georgia, eines in Florida und eines in Washington DC, vor der Wahl stattfinden werden. Das heißt, es wird schon gar kein Urteil vor der Wahl geben in diesen Verfahren gegen Donald Trump. Also ziemlich sicher kein Prozess mehr vor der Wahl für Trump, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit jetzt überhaupt noch, dass Trump zur Verantwortung gezogen werden kann? Ja, das hängt auch davon ab, wie die Wahl im November ausgeht. Sollte Donald Trump wieder zum Präsidenten gewählt werden, kann er all diese Verfahren einstellen, beziehungsweise das Verfahren in Georgia ruht, solange er Präsident ist. Aber auch wenn er nicht gewählt wird, wenn Joe Biden wiedergewählt wird, wird es sehr viel schwieriger für die Anklagebehörden, zu einer Verurteilung zu kommen, weil nämlich erstens alle offiziellen Amtshandlungen herausgefiltert werden müssen aus dem, was Donald Trump vorgeworfen wird, und weil auch viele Indizien und Belege, die die Staatsanwaltschaften zusammengetragen haben, nicht mehr zulässig sind vor Gericht. Also zum Beispiel ein Gespräch, das Donald Trump mit seinem damaligen Justizminister geführt hat, Gespräche, die er mit seiner damaligen Beraterin Hope Hicks geführt hat, die auch im Prozess in New York ausgesagt hat, die gelten weiterhin
oder die gelten in Zukunft nach diesem Urteil des Supreme Court als offizielle Amtshandlungen und dürfen nicht mehr herangezogen werden. Und Rechtsexperten sagen, sogar das Verfahren in New York, wo Donald Trump wegen Bilanzfälschung verurteilt worden ist, könnte neu aufgerollt werden aufgrund dieses Erkenntnisses des Supreme Court. Vielen Dank, Thomas Langpaul, für diese Informationen live aus Washington. Und in der ZIP 2 ist dann zu dieser Entscheidung, zu dieser weitreichenden des obersten Gerichtshofes, der US-Experte Martin Weiß bei Armin Wolf ab 22 Uhr. Wir kommen nach Österreich. Die Arbeitslosigkeit bei uns im Land steigt weiter. Mit Stichtag gestern waren da rund 338.000 Menschen beim AMS arbeitslos gemeldet oder in einer Schulung. Und das sind um fast 10% mehr als noch vor einem Jahr. Einige Branchen fallen dabei besonders auf. Im Handel ist die Arbeitslosigkeit um 12% gestiegen. Und die Bauwirtschaft schwächelt gehörig. Hier liegt das Plus im Vergleich zum Vorjahr bei gut 16%. Ähnlich schlecht läuft es außerdem in der Industrie. Die Auftragslage ist bescheiden und damit sind auch hier um gut 16% mehr Menschen ohne Job. Das dürfte außerdem noch eine Weile so weitergehen. Anfang Juni müssen 350 Beschäftigte beim Technologiekonzern Fronius gehen. Vergangene Woche gibt der Landtechnikhersteller Pöttinger bekannt, dass 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Sommer vorübergehend beim AMS arbeitslos gemeldet werden. Das Industriebundesland Oberösterreich hat derzeit besonders mit der schwächelnden Wirtschaft zu kämpfen. Und das macht sich eben auch am Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Industrie macht uns auch, ich würde sagen, längerfristig Sorgen. Hier hat Österreich einfach Wettbewerbsfähigkeit verloren, auch bedingt durch relativ gesehen höhere Lohnabschlüsse, natürlich indiziert durch die höhere Inflation. Auch im Bau und Handel verlieren derzeit besonders viele Menschen ihren Job. Den höchsten Anstieg der Arbeitslosigkeit nach Bildungsabschluss gibt es bei Akademikerinnen und Akademikern. Jetzt steigt die Arbeitslosigkeit um 30.000 oder 10%. Das ist erstaunlich wenig für die schlechte Entwicklung, aber zufrieden kann man damit nicht sein. Vor allem, weil der positive Ausblick fehlt. Denn die beiden Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS rechnen erst 2025 wieder mit einem Wirtschaftsaufschwung und damit einer Entspannung am Arbeitsmarkt. Bis dahin könnten die Arbeitslosenzahlen noch weiter steigen, so der AMS-Vorstand. Erleichterung könnte es für Patientinnen und Patienten geben, die etwa eine komplizierte Verletzung oder eine schwere Erkrankung schnell abklären müssen. Künftig werden nämlich mehr MRT-Geräte zur Verfügung stehen. Bisher mussten viele Menschen lange Wartezeiten in Kauf nehmen, wenn sie die Untersuchung nicht privat zahlen konnten. In 7 Bundesländern sollen nun zusätzliche MRT-Geräte über die Krankenkasse verrechnet werden. MRT-Untersuchungen sind in der modernen Medizin nicht wegzudenken, doch auf Kassentermine wartet man hierzulande oft lang. Um die Situation zu entspannen, sollen ab Herbst 13 zusätzliche MRT-Geräte für Kassenuntersuchungen zur Verfügung stehen. Wenn wir 13 neue Geräte im Großgeräteplan haben, können wir 130.000 zusätzliche Untersuchungen im Jahr anbieten. Generell würden in Österreich allerdings sehr viele MRTs verschrieben, sagt der ÖGK-Obmann. Wir haben in Österreich mit 159 Untersuchungen pro 1000 Einwohner eigentlich einen europäischen Spitzenwert. Nirgendwo in Europa werden so viele Menschen im Jahr in einem MRT untersucht wie in Österreich. Geht es nach Huss, dann soll die Vergabe von MRT-Terminen künftig komplett neu geregelt werden. Die Kassen selbst sollen dann die Termine vergeben und sie nach Dringlichkeit reihen. Der zuweisende Arzt, die zuweisende Ärztin wird uns eine qualitativ gute Zuweisung übermitteln. Eine klare medizinische Fragestellung, eine Verdachtsdiagnose, die können wir elektronisch abklären, wie wichtig diese Untersuchung ist. Und dann wird der Patient elektronisch übermittelt von uns einen schnellstmöglichen Termin bei einem Betreiber in der Wohnortnähe bekommen. Bis Mitte kommenden Jahres soll das umgesetzt werden. Bis dahin müsse man sich aber noch mit den MR-Instituten und Krankenhäusern abstimmen, sagt Huss, der derzeit auch Chef des Dachverbands der Sozialversicherungen ist. Morgen geht's um alles. Wir blicken gleich voraus auf das nächste EM-Spiel der Österreicher, aber das kann auch ein Gesundheitsrisiko für die Fans sein, wie Sie auch noch sehen, in Kürze. Die Grünen haben heute ihren Abschlussbericht zum Untersuchungsausschuss rot-blauer Machtmissbrauch abgegeben. Die FPÖ habe während ihrer Regierungsbeteiligung mit Selbstbereicherung auf Steuerzahlerkosten geglänzt. Und nicht zuletzt mit russlandfreundlicher Politik, so das Resümee. Heftige Unwetter mit Hagel- und Sturmböen ziehen sich im Moment quer durch Österreich. Im Waldviertel in Niederösterreich beschädigt der Hagel Autos und Dächer, verletzt wird dabei zum Glück niemand. Im Gailtal in Kärnten stützen mehrere Bäume um, verlegen Straßen und beschädigen Häuser.
Der französisch-albanische Schriftsteller Ismail Kadare ist tot. Er ist im Alter von 88 Jahren in einem Krankenhaus in Tirana gestorben. Von Kritikern wurde er als der Homer Albaniens bezeichnet. Ein Land, dem er mit seiner Literatur Sichtbarkeit verschaffte. Politisch galt er als umstritten. Die Fußball-EM ist gerade ein großer Aufreger. Spannende Spiele, späte Wendungen, tolle Tore. Das kann den Blutdruck schon in die Höhe treiben. Ja, das kann dann eine echte Gesundheitsgefahr auch werden. Ärzte berichten, dass die Krimis auf dem Rasen das Herzinfarktrisiko erhöhen. Der bisherige Erfolg der österreichischen Nationalmannschaft lässt so manches Fußballerherz höher schlagen, manchmal auch zu hoch. Diverse Studien, darunter eine des Universitätsklinikums München, zeigen, dass beim Herzschlagfinale auf dem Rasen auch das Infarktrisiko bei den Fans steigt. Wir sehen, dass es bei Männern und bei Frauen etwas unterschiedlich ausgeprägt ist. Bei Männern fast vierfach erhöht und bei Frauen fast zweifach erhöht. Einer der Hauptgründe ist das hohe Stresslevel während des Spiels. Das andere ist, dass man möglicherweise mit der Vorsorge, also mit den Medikamenten, etwas geschlampt hat und es dann dazu führen kann, dass eben die Wirkung der Medikamente auch nicht so gut ist. Dann Schlafmangel kann durchaus eben eine Tatsache sein und dann ein Essen, oder Gesamtnahrungsaufnahme vielleicht nicht ganz ideal ist in dieser Phase. Auch Alkohol und Tabak können eine Rolle spielen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler raten deshalb besonders Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zur Vorsicht. Naja, ruhig Blut wäre das Motto, aber wenn dann Österreich morgen Abend gegen die Türkei antritt im Achtelfinale, dann kann man das wohl nicht ganz garantieren. Es geht ja wirklich um viel. Österreich könnte mit einem Sieg den größten Erfolg seit Jahrzehnten feiern. Das Team von Ralf Rangnick geht als Favorit in dieses Spiel und das liegt auch an den starken bisherigen Darbietungen bei dieser EM und an einem Freundschaftsspiel vergangenen März. Ende März fügt Österreich der Türkei eine der heftigsten Niederlagen der letzten Jahre zu. Mit ein wenig Glück und von uns wird keiner glauben, dass nur weil wir dieses damalige Freundschaftsspiel gewonnen haben und im Übrigen auch im Nachhinein kann man das immer noch sagen, zu hoch gewonnen haben, das Spiel hätte irgendwann zwischendrin auch anders sich entwickeln können, dass wir da in irgendeiner Form das Spiel morgen als Vorteil für uns sehen. Wir brauchen, um es ein bisschen plastisch darzustellen, auch heiße Herzen auf dem Platz, aber wir brauchen trotzdem in jeder Situation auch einen kühlen Kopf und darauf wird es aus meiner Sicht für uns vor allem morgen ankommen. Ich habe schon zu Beginn des Turniers gesagt, dass wir ins Finale kommen oder gar Europameister werden, halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, aber auch nicht für völlig unmöglich. Ja, eben sein Spektakel. Auch Musikliebhaber kommen in diesem Sommer in Wien auf ihre Kosten. Nämlich erstmals kann man Oper auch unter freiem Himmel erleben. Vor der Kulisse des Schloss Belvedere startet heute Abend der Wiener Opernsommer. Gespielt wird Mozarts Don Giovanni. Mit Musik von Mozart und dem Belvedere als Bühne hofft der Opernsommer schon in der ersten Saison zum Publikumserfolg zu werden. Don Giovanni ist ein Playboy und er besitzt schöne Schlösser überall, wohin er hinkommt. Ja? Und natürlich lässt sich auch das Schloss dann perfekt integrieren in die Geschichte. Wir dürfen die Fassade ja nicht berühren und uns auch nicht irgendwie in die Nähe begeben. Aber es ist schön, zumindest direkt davor zu spielen. Gesungen wird auf Italienisch, der Sprechgesang wird aber gestrichen und durch humorvolle Dialoge auf Deutsch ersetzt. Du Hochstapler, du misogynes, narzisstisches, selbstbezogenes... Angenehm, Signore. Das Wiener Kammerorchester spielt live ums Eck. Licht und Projektionen setzen das Belvedere in Szene und am Ende auch in Flammen. Viel los vom Belvedere. Hier im Studio übernimmt gleich Christa Kummer. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.